Schmetterlingspack. Ach so, das ist das. Alles klar. So. Und Alucard, vielen, vielen lieben Dank für dein Friendship. Dankeschön. Und viel Spaß mit den Emotes. Ja, dankeschön. Ich hoffe, du fühlst dich wohl und viel, viel, viel Spaß mit den Emotes. Ich hoffe, sie gefallen dir. Meine süßen kleinen Kätzchen. Ihr strotzt es ja vor Katzenliebe. So. Gut. Ist in der Gilde wer online? Nö. Wir haben ja gestern noch Rang 3 erreicht in der Gilde. Glübt also. Ich wollte gerade sagen, sprintet da hinter mir lang. Ja, ich weiß es doch nicht genau. Ich müsste eigentlich erstmal Klassenquests machen. Ich bin gerade mal bei Stufe 10. Also eigentlich müsste ich Klassenquests machen. Huch. Möchte ich mal so mega von machen? Ja, danke schön. Das freut mich. Schwarzer Aal. Wenn ich zwischendurch ein bisschen rumschreie, dann liegt es daran, dass ich irgendwelche tollen Items kriege, die ich niemals brauchen werde. Okay, das brauche ich wirklich nicht. Das schwarze Aal, da war doch nützlich. Das da ist, ja. Kein Kommentar. Habe ich jetzt bei dem anderen... Ah, gut, ich habe keine Unternehmung gemacht. Ja. Weil wenn ich die Leute nämlich losschicke, dann bringen sie mir nämlich tolle Sachen mit. Manchmal. Fürstenballett. Sehen die gut aus? Nein, sehen sie nicht. Gut. Vergessen wir dann einfach mal wieder. So. Okay. So. Wir haben auch noch den Gärtner, ne? Ich müsste den Gärtner mal hochziehen. Ist jetzt die Frage, okay, wir haben es 19 Uhr. Ich würde sagen, ich mache erstmal ein bisschen Klassenquest. Nebenbei melde ich mich mal kurz für Dingens an. Ich habe leider von dem Game nur die Free-Version. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Ich glaube, bei der Free-Trial kannst du das Hauptgame und das erste Add-on spielen, tatsächlich. Der Nachteil beim Free-Trial, du kannst halt nicht in Gilden rein, du kannst dieses Marktbrett hier nicht benutzen und du kannst die Gräberklinge, glaube ich, nicht benutzen. Der einzige Nachteil bei der Free-Trial. Also die einzigen drei Nachteile. Was habe ich von Jessica Mops? Ja. Sie überlässt dir einfach so das Handy. Wie frech. So, okay. Aber ansonsten kannst du mit der Free Trial, wie gesagt, das... Bis zum ersten Addon, oder das erste Addon hat auch noch mitspielen. Ja, Stufe 60 und bis Heavensward, genau. Also Heavensward kannst du noch durchspielen, du kannst aber nicht höher als Level 60 kommen, glaube ich.
Aber sonst kannst du halt alles. Gut, und die Klassen, die es dann dabei gibt, die du dann halt kaufen müsstest, gibt es dann halt auch nicht. Gut, ich habe Level 26, dann bräuchte ich das hier nicht machen. Das ist 35. Kitty, wo ist er, wenn man da ihn braucht mit seinem Mentor-Bonus? Wird bei mir leider auch so bleiben. Kann ich mir nicht mehr die Monatsgebühr leisten. Oh, ja. Ja, ist schon schwierig. Ich glaube, das günstigste Abo ist 8,99. Da kannst du dir dann halt einen einzigen Char für einen Server holen. Bin in der falschen Richtung unterwegs. Nice. Ich glaube, das Abo, was ich habe, damit kannst du insgesamt 40 Chars haben. Das kostet 12,99. Samstag bin ich nicht da. Samstag bin ich gar nicht da. Freitags und samstags bin ich selten bis gar nicht am PC. Da ist Familienzeit. Beziehungsweise zurzeit Umzugzeit. Aber das wisst ihr ja. Wisst ihr ja, dass ich da nicht da bin? Da bin ich froh, wenn ich mal ausschlafe. Und mal was anderes sehe als meinen Keller. Ist ganz selten, dass ich da mal online bin. Ich muss hier mit WoW aufhören. Ja, gut, ist verständlich. Ist verständlich. Achso. Muss ich ja machen. Ich kann da ja nicht einmal durchdrücken. Hi. Schokobo regelt. Ich hasse diese Klasse. Habe ich das mal erwähnt? Habe ich erwähnt, dass ich diese Klasse abgrundtief hasse? Ich einfach nicht stehen bleiben darf. Vergessen kann man ja immer mal was. Oh, und wieder zurück. Und wusch. Wusch, der sind wir weg vom Fenster. Ja, perfekt. Habe ich ja gerade zur Sekunde getrunken. Passt doch. Ich habe das Speer-Neko angefangen. Ja, also in Dragoon. Also. So, was hier? Der als Pikinier startet. Kurzer Spoiler, das ist die 50er-Rüstung. Für die, also die Klassenrüstung 50er. Oh. Ich muss auf den Taumaturgen. Lass mich. Goll alt. Tank. Tank. Tank.
Tank! Gut, Tank will nicht. La 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 la. Aaron! Na? Alles fit? Vorhin noch von dir geredet. Ja, und sagt alles, oder? Ja. Ach, wir haben über das Hin- und Herrollen von dir durch den Chat geredet. Und über... Wie hieß es nochmal? Wenn du dein Hörnchen auf dem Kopf hast. Ich weiß nicht mehr, welchen Namen wir dem jetzt gegeben hatten. Ich kam ja wohl nicht drauf. Genau, Iron, genau. ich habe mir überlegen, es war das Spiel, wenn man ja mit 60 stoppt, nur eher schwer weiterkommt, wenn man das macht. Ja, das entdecken und nicht nur die Hauptstory durchhauen. Ist eigentlich kein, mit dem ich was zusammen machen kann. Ja gut, es ist verständlich. Ist verständlich. Also ich spiele ja allgemein, also an der MMO spiele ich ja zurzeit ESO, Lotro. Gut, WoW endet mein Abo in 2 Tagen. Das wird auch erstmal pausiert sein. Und FF ist halt mein Main Game. Also das spiele ich ständig und ich fange auch ständig neue Chars an. Gut. Ich habe halt ein Problem. Kann auch nichts für. Ich habe mir halt in den Kopf gesetzt, dass ich von jedem Volk und jeder... Also von jedem Volk, männlich wie weiblich, mir einen Char erstelle. Die Krone durch den Chat rollt. Da geht's schon wieder los. Genau das meinte ich. Also wir haben im positiven Sinne von dir gesprochen, Iron. Weil ich nur meinte, dass wir kein Niveau haben und es erst seit, oder erst richtig lustig wird, wenn unsere üblichen Verdächtigen im Chat sind. Es geht schon wieder los. Schießing, ja. Okay, ich muss einfach kurz lesen. Vernehme ich da den Duft von Ether? Dieser Gestank ist mit Sicherheit Amejar-Blut. Mhm, genau. Oder habe ich selber auch? Spiele das seit 8 Jahren. Wenn du immer neu anfängst, vielleicht könnte man einen zusammen anfangen. Die könnte man machen. Wäre kein Problem. Wie gesagt, ich fange ständig neu an. Also jetzt auf dem Server, wo ich jetzt bin, da bleibe ich natürlich mit meinen Chars fest. Aber so an sich, ich spiele halt eigentlich hauptsächlich auf Shiva, also auf Light Shiva. Meine Streaming-Chars habe ich mittlerweile auf Chaos. Also, ja. Ich habe genug Platz noch für Chars, glaube ich. Ich glaube, die 40 habe ich noch nicht vollgekriegt. Oho, 10 Fiolen, 20, 30. Der Anblick von so viel Ether ist äußerst beruhigend. Was haben wir denn hier, Kokobani? Ist das die Kiste, die gestohlen wurde? Wie ich sehe, hätte der Unterricht von Adaria den gewünschten Effekt. Mhm. Ich nehme an, die faule, stinkende Flüssigkeit, die du da hast, ist Bestienblut. Kokobussi wird sehr zufrieden sein. Kokobuki, du hast mich ins Ossarium bestellen lassen. Hast du dich endlich dazu entschieden, mich in die Taumaturgie zu unterweisen?
Ah, Kokorosi, gut, dass du hier bist. Eldaria war so freundlich, einen kleinen Vorrat an Amaljar-Blut für dich zu besorgen. Ein befreundeter Alchemist hat mir erzählt, dass du diese Substanz für deine Forschung brauchst, um ein Mana-verstärkendes Elixier zu brauen. Selbstverständlich haben wir größtes Interesse an den Resultaten solcher Experimente. Wie du siehst, Bussi, ist deine Arbeit als Alchemist also bereits von großem Wert für uns. Du brauchst gar kein Thaumaturg zu werden, um Teil unserer Familie zu sein. So ist es, Bussi. Zudem ist das Schlachtfeld ein gefährlicher Ort. Deine Fähigkeiten sind nicht ausreichend, um andere vor Schaden zu bewahren. Verstehe. Dies ist lediglich ein weiterer Versuch, mich davon abzuhalten, meiner wahren Bestimmung zu folgen. Ich habe nicht vor, euch von der Seitenlinie aus anzufeuern. Wir werden an eurer Seite kämpfen. Bussi, wir machen uns einfach nur Sorgen, dass du verletzt werden könntest. Mach keine Dummheiten. Es ist sicherlich schwierig, der einzige Bruder ohne eine natürliche Gabe für die arkanen Künste zu sein. Wie bereits erwähnt, ist Kokobussi gänzlich ungeeignet für den Umgang mit der Taumaturgie. Selbst mit einer vernünftigen Ausbildung würde er nicht die kleinste Flamme zustande bringen. Sollte er versuchen, eine Manifestation der Macht zu erzwingen, könnte das Zehren an seinen unzureichenden ätherischen Reserven ihn umbringen. Aber lass uns nicht auf diese bedauerlichen Umstände herumreiten. Du dagegen strotzt du so vor taumaturgischem Potenzial. Betreibe deine Studien fleißig weiter und lass nicht nach in deinen Bemühungen, den Quell deiner Macht zu erweitern. Mhm. Was hast du für Futter? Ich lese gleich den Rest. Ich habe das nur gerade aus den Augenwinkeln gesehen. Deswegen. Und auf Alphas. Auf Alpha habe ich glaube ich auch noch einen. Also auf Shiva habe ich mehrere. Auf Alpha habe ich einen. Ich glaube, ich habe auf fast jedem Server einen. Auf Zodiac habe ich auch noch welche. Das sind übrigens die ganzen 50er Outfits tatsächlich. Also ich habe den Baden jetzt auf 50, ich habe den White Mage auf 50, den Dragoon habe ich auf 50 und den Paladin habe ich seit gestern auf 50. Backteile mit Lachs. Okay, die kannst du diesmal behalten. Und dann habe ich halt noch meinen Fischer und meinen Gärtner. Das Gute an Feine ist halt, eigentlich bräuchte man keine 30.000 Schar, so wie ich es mache. Aber ich mache es halt einmal, weil ich kein Phantasia nutzen will. Also das ist ja dieses Zeug, womit du Rasse und alles ändern kannst. Und weil ich halt von jedem Volk einen haben möchte. Das verstehen die wenigsten. Man hatte 4 Käsenudeln. Auch lecker. Das kann auch lecker sein. Kommt immer natürlich drauf an, was für Käse. Jo. Dann ein kleiner Trost. Nee. Doch. Achso, weil ich nicht auf dem Taumaturgen bin. Jetzt. Jetzt, die Gefahr der Übermacht. So. Ich muss aber zurück. Also diese kann man 8 Stück pro Zentrum machen. Da Free waren das nicht. Waren das nicht 4 Zentrums? Bei der Free Trial weiß ich es tatsächlich gar nicht, wie viele man da machen kann. Na, die Free Trial habe ich nie gespielt. Also wie gesagt, bei den... Es kommt halt, wenn du ein Abo hast, kommt es drauf an, welches du hast. Wenn du das für 8,99 glaube ich hast, kannst du nur ein Char pro Welt haben. Also wenn du auf Light bist, kannst du auf jedem Chaos
Shiva, Phoenix und so weiter mindestens einen haben. Wenn du die das Abo-Modell hast, was ich habe, für 12,99 kannst du 40 Shards haben. Und ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube, es gibt das nicht mehr. Gab es aber definitiv mal, als ich damals angefangen hatte, dass du alle auf allen Servern 8 Shards haben kannst. Aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich glaube, 40 ist mittlerweile das Maximum, was du insgesamt haben kannst. Ja, yeah, also maximal 8 Charaktere. Aber wie gesagt, es kommt auf das Abo-Modell drauf an. Es kommt immer drauf an, wie viel du hast. Oder was du halt für ein Abo hast. Bei der Free Trial weiß ich es nicht. Da weiß ich nicht, ob du einen haben kannst oder ob du tatsächlich mehrere haben kannst. Ich könnte es mir vorstellen, dass mehrere halt gehen. Aber wie gesagt, es gibt halt auch das Abo-Modell, wo du halt nur ein Char haben darfst. Also insgesamt 8, weil es glaube ich 8 Server gibt. Aber nur ein pro Welt. Regenrichtlinie kostenlos Testversion. Okay, ja gut, dann geht das da auch. Wie gesagt, das weiß ich ja tatsächlich nicht. Oder wusste ich halt nicht. Weil, hatte ich die Free Trial? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe direkt gekauft. Ich habe gekauft und direkt Abo abgeschlossen. Letztes Jahr. Ich meine, die Free Trial hatte ich, glaube ich, nie. Weil ich wusste, dass ich es spielen und lieben werde. Von daher war das für mich unnötig. Das kann ich mal wegmachen. Aber gut, dann kannst du trotzdem 8 Charts erstellen. Aber wie gesagt, du kannst dann halt bis zum Ende von Heaven's Watch spielen. Stormblood, Shadowbringers und Endwalker, das neueste, geht halt nicht. Der einzige, oder einer der größeren Nachteile. Und du kannst halt in keine Gilde rein. Das wäre dann halt nur der andere. Komm, Aidaria, der Gene der Abgrund ruft einmal mehr. Heute wird Kokobetsu dich in dem Kapitel die Gefahr der Übermacht unterrichten. Yay! Noch eins. Nice. Du bist bereit für deine Lektion, Aidaria? Dann höre meine Worte. Die Gefahr der Übermacht. Oh, wie herrlich die einschüchternde Macht, die wir befehligen, doch ist. Flammen verdengen die Luft, Eis gefriert den Boden und Blitze blenden mit ihrem gleißenden Licht. Aber nicht jeder lässt sich von der Gewalt der Elemente einschüchtern. Entzünde deine Flamme nicht, beschwöre kein Eis herauf und schlage nicht mit Blitz zu. Sei dir dieser Gefahr bewusst und bleib solchen Feinden fern. Wenn man mal all die Bildersprachen außen vor lässt, richtet dieser Abschnitt sein Augenmerk auf eine wichtige Taktik. Ein weiser Thaumaturg stürzt sich nicht in die Schlacht gegen Gegner, die er nicht besiegen kann. Ein gutes Beispiel wäre die Vermeidung von Konflikten mit der Unmenge wütender Händler in Ulda. Diese seelenlosen, gefräßigen Kreaturen sind von einer unersättlichen Habgier befallen. Erinnerst du dich noch an die Kiste mit Äther, die du von den Amadra-Banditen zurückerobert hast? Nun, ein paar wütende Hausierer sind hier in der Gilde aufgekreuzt und besaßen doch tatsächlich die Frechheit, eine Entschädigung für ein paar lumpige Fiolen zu verlangen, die wir als unsere rechtmäßige Belohnung geleert haben. Ja, wir haben alle Fiolen aus dieser Kiste getrunken. Was ist? Sehr gut. Ich freue mich. Die Gilde kann eine solche Summe jedoch derzeit nicht begleichen. Daher werde ich das Geheimnis meiner letzten und effektivsten Verteidigung mit dir teilen. Schamloses Weinen. Was? Ich rede hier nicht von ein paar Tränchen. Ich möchte, dass du direkt zu diesen tyrannischen Händlern hinstiefelst und dir die Augen ausholst. Das soll eine Taktik sein? Das kommt schon erbärmlich. Was macht er da? Da schwebt ein Lala in der Luft. Gut. Dass es für FF14 60-Day Game Time Card gibt. Echt? Ja gut, das geht natürlich auch. Huch. Ich muss so den Händlern. Ich bin an den Händlern vorbei. Hi. Emotes. Weinen.
So war das doch nicht. Oh je, ich bin doch gar nicht wütend auf dich. Ich habe nur ein Problem mit den ezergierigen Brüdern. Sag ihnen, dass ich ihnen das nächste Mal ihr gewissenloses Fell über die Ohren ziehen werde. Toll, jetzt müssen wir hier nach Mitleiter heischen. Das ist ja ganz toll. Liebe ich ja ganz, ganz abgöttisch. Aaron, der Emote macht mir immer noch Angst. Na gut, Mädel. Ich weiß ja, dass du es warst, die diese Amateur-Barbaren für uns erledigt hat. Ich werde dieses eine Mal darüber hinwegsehen. Dir zuliebe. Das ist das. No, nett. Nun, du musst doch nicht wegen einer Fiole Ether weinen, Mädel. Ich sag dir was, du hast mir zuliebe auch zu weinen und ich begleiche den Verlust aus meiner eigenen Tasche. Nice. Huch. Boah, diese Lalas. Unheimlich. Nicht du. Oder bist du ein Lala? Echt? Machst du auch immer so ganz komische Geräusche? Okay. Aber du bist nicht so klein wie ein Lala. Geht's dir gut? Oh Gott. Brauchst du Hilfe? Wobei kann ich dir helfen, mein Kind? Das ist bei dir auch nicht mehr zu viel zu machen, mein Engel. Fettchen! Hektisch über den Ektoschwink. Wow. Iron. Ich komme. Iron. Kuckuck. Oh, ist so schön. Hey, mein Engel. Yeah, ein Fass. Boah, ist das am Schwabbeln. Ja, der hört bis morgen früh nicht mehr auf, so. Damit kann man bestimmt Strom erzeugen. Ja, weiß. Naja, so wie die Hamster im Rad. So schwabbelt das und macht Energie. Lass dir den Lachs schmecken. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Morgen früh, nächste Woche hört er doch erst auf. Na, auf zu wackeln. Das war nicht von mir, das kam von Iron. So fies. Sie wackelt mit. Schön. Eine meisterhafte Vorstellung, Adaria. Das Geschluchze kam echt glaubhaft rüber. Du wirst jedoch auf Feinde treffen, die von solch kläglichem Gejammer gänzlich unbeeindruckt bleiben. Betrachte zum Beispiel mal diese jüngste Anfrage, die ich zu deiner nächsten Prüfung auserkoren habe. Aber ja, stimmt, das erste DLC ist mit Drachen. Wobei, das könntest du sogar spielen in der Free Trial. Heavensward kannst du tatsächlich spielen. Mit den Drachis. Wobei, ich weiß nicht, ob der Patch danach dann auch noch geht. Lass das Sixpack weg, wir wollen gleich das ganze Fass. Eine Rede! Ja, ich dachte, du machst das Bilbo nach. Weiß ich doch. Ich hab's doch nur umgedichtet, lass mich. Ich darf auch mal. Doch. Eine Rede, Bilbo, eine Rede. Eine Gruppe von Gelehrten hat uns darum gebeten, dass wir ein verfluchtes Was? Gebeten? Wir haben gebeten. Okay. Mmh.
gefunden habe auf Instant 60 Day für 24 Euro. Also wenn sowas geht, soll möglich sein, dass ich selber entscheiden kann, wann ich wie bezahlen will. Ja. Also das kannst du sowieso. Das kannst du sowieso. Mit Gamecards geht's. Solange du es nicht an der Konsole spielst. An der Konsole geht es tatsächlich nicht. An der Konsole kannst du dann halt nur entweder Abo, also dauerhaft Abo, oder musst dann halt jeden Monat kündigen. Das geht auch. Aber du kannst es am PC halt auch über die Cards machen. Müsste, meine ich, sogar über Steam dann auch gehen. So dass man das mal dann einlöst. Das Fleisch und Blut. Okay, ja, dann sollte da kein Problem bestehen. Dann kannst du auch mit der Gamecard spielen. Und dann geht das auch so. Eine Gruppe von Gelehrten hat uns darum gebeten, dass wir ein verfluchtes Relikt namens Mormus Urne zerstören, das sie in ihrer Ausgrabungsstätte zutage gefördert haben. Nun, Keramik ist offensichtlich immun gegen Tränen, aber meine Sorge gilt den Alakran-Dieben, die Urne gestohlen haben. Die Alakran sind eine Bande Krimineller, die nicht gerade für ihr freundliches und verständnisvolles Gemüt bekannt sind. Anstatt es mit einer ganzen Bande von Dieben aufzunehmen, solltest du die Gefahr bannen, indem du einen Schlafzauber einsetzt. Die Alakran wurden südöstlich von Knochenbleich gesichtet. Finde sie und zerstöre die Urne, die sie bei sich tragen. Juhu! Jetzt rein Magnum essen. Oh, lass es dir schmecken. Ich will auch. So. Okay, im Knochenbleich. Ich will auch ein Eis. Wobei, nee, Eis müsste es jetzt nicht unbedingt sein, aber... Irgendwas Süßes. Was Leckeres, Saftiges. Ja. Lauf, mein kleiner gefiederter Freund, lauf. Ja, ich will heute unbedingt auch noch die Hauptstory weiterspielen. Gut, die D-Bonus kriege ich eh nicht. Mache ich Stufensteigerung einmal. Der Kampffass. Himmel, bin ich verkorkst. Ja, das bist du. Das bist du in der Tat. Aber dafür lieben wir dich, Iron. Ich denke erst bei das Free ausreizen. Vor allem, wenn ich jemanden habe, der mir das Spiel beibringen kann. Dann überlege ich es mir gerne. Jetzt soll er seinen neuen mit mir zusammen anzufangen und Bescheid geben. Alles klar. Anfangen tue ich sowieso allgemein immer irgendeinen. Aber das kriegen wir hin. Also meistens habe ich tatsächlich immer Vormittagszeit, also bevor ich anfange zu streamen. So in der Regel. Es sei denn, ich will es mal auskosten, dass ich auch schlafen kann. Ich hab da einen Mount gehört. Stufe 27. Doch, die greifen mich, glaube ich, noch an, oder? Ich meine. Hi. Nee, ich muss hier gar nicht hin. Ich war gerade woanders. Ich war in einem anderen Universum. Wenn wir jetzt beide Männer schon, macht das Iron. Und viel Spaß dabei.
Boah, war das ekelhafte Ding? Ich glaube. Okay, ich muss das Ding eh erstmal zurückziehen. Vielleicht dich mit Schlaf ins Feindgebiet und zerstöre Momos ohne. Wenn ich einen im Schlaf habe, habe ich alle. Okay. Alles klar. Daria, einen Moment bitte. Erlaubt mir, diese Urne zu zerstören. Na gut, bei Lotho und anderen MMOs habe ich den Platz für ausgereizt. Ich auch. Ich dachte, meine Brüder würden mich endlich ernst nehmen, wenn ich dich bei deiner Aufgabe unterstütze. Daher bin ich dir gefolgt. Was haben wir denn hier? Ein paar neugierige Sandhäschen, denen wir die Haut abziehen werden? Oh, gute Götter, wo sind die denn hergekommen? Wo, neben uns? Ihr habt alle Eis! Blau. So, als erstes den Heiler. Ich hasse diese Klasse. Ich hasse sie abgrundtief. Nein, falsch. Das war einfach unglaublich, Herr Daria. Ich wünschte, ich würde auch über diese Macht verfügen. Wirklich? Jemand hat Pfütze bestellt. Hier bin ich. Oh, aber ich kann dich doch nicht vor den Kindern vernaschen. Die sieht gut aus. Oh, Kuchen. Soll ich das fertig machen? Ja. Ich hab die Größen gerade, ja. Bitte warten Sie kurz, der Stream geht gleich weiter. So, it's a line.
So, kurze Zeit wieder verfügbar. Okay, nee, Spaß beiseite. So. Ich habe mich der Alchemie zugewendet, in der Hoffnung, eine Art Mana-verstärkendes Elixier zu erschaffen. Aber all meine Bemühungen waren vergebens. Die Auswirkungen sind viel zu gering, um einen Unterschied zu machen. Auf diese Weise werde ich nie ein Taumaturg wie meine Brüder. Ich werde für immer der bedauerliche, machtlose Bruder sein. Ja, das wirst du. Ist das nicht Momus ohne? Wenn ich sie zerstöre, sehen meine Brüder vielleicht endlich, wozu ich fähig bin. Warte, 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 warte. Wag es nicht, meine Urne zu zerbrechen. Was? Was hat dieses Stück Porzellan gerade gesprochen? Bist du Mormo, die Nichtsgesandte? Gab's da schon. Nun ja, ich bin Mormo. Aber ich bin eine der netten Nichtsgesandten. Es gibt nette Nichtsgesandte. Es waren die Bösen, die mich hier drin eingesperrt haben, weil ich einem Sterblichen half. Wenn du so freundlich wärst, den Deckel der Urne zu öffnen, erfülle ich dir gerne einen Wunsch. Alles, was du willst. Reichtum. Ruhm. Ich habe kein Interesse an Ruhm oder Reichtum, aber vielleicht gäbe es da etwas. Ich möchte über die gleiche ätherische Macht wie meine Brüder verfügen. Hihi. Macht, also wie? Ein vollkommener verständlicher Wunsch. Genau genommen spüre ich diese Fähigkeit tief in deinem Geist schlummern. Es wird ein leichtes sein, sie in dir zu entfesseln. Was gibt es da noch zu überlegen? Öffne den Deckel. Öffne nicht den Deckel. Nein, öffne nicht den Deckel. Er öffnet den Deckel. Und wir stehen einfach nur blöd daneben. Nun, ich fühle mich nicht anders als vorher auch. Ich fürchte, Momo hat gelogen. Komm mal, Daria, es ist Zeit, dass wir hier verschwinden. Und wir hätten diese Urne nicht zerbrechen sollen. Das wäre erledigt. Ja, das wird ein Spaß. Ich meine, ich freue mich auf meine Heimkehr nach all dieser Aufregung. Natürlich tut es das. Also, ich brauche gar kein Reittier. Lauf, kleine Katze, lauf.